Der Rapper Farid Bang macht hin und wieder mit einigen negativen Skandalen immer wieder ein bisschen Aufruhr um sich. Aber natürlich, der Rapper Farid Bang hat auch eine gute Seite, meine lieben Freunde. Hin und wieder hat er in den letzten Jahren bewiesen, dass er sehr großzügig zu seinen jüngeren Fans ist und hin und wieder mal einige richtig geile Aktionen ausgeführt hat. Und zwar hat er auf der Straße einfach mal so irgendwelche Leute mitgenommen, irgendwelche Fans, die ihn gefeiert haben, 10, 20 Stück in den Wagen rein und reingequetscht und denen vielleicht auch ein paar iTunes-Karten gegeben oder einfach ein bisschen ein paar iTunes-Karten durch die Düsseldorfer Innenstadt geschmissen. Also hin und wieder macht dieser Rapper Farid Bang wirklich geile Aktionen. Dafür feiere ich ihn auf jeden Fall. Das machen wirklich nur sehr, sehr wenige Rapper, sich einfach so zu präsentieren, als hätte man wirklich nichts zu verlieren, meine lieben Freunde. Ziemlich cool. In seiner neuesten Instagram-Story hat er gezeigt, wie er einigen Leuten wieder mal auf der Straße einfach mal so Geld gegeben hat in Form von ich kauf dir das, ich kauf dir dies. Also eine richtig coole Aktion von Farid Bang. Ihr könnt euch dieses Video gerne reinziehen, Freunde. Es ist sehr interessant. Er hat einigen Kindern ein paar Schuhe im Adidas Store, würde ich mal so sagen. Ich glaube, das war ein Adidas Store, gekauft für den Fußball, damit die ein bisschen rumzocken können, ja. Ziemlich lustig, ziemlich interessant. Könnt ihr euch reinziehen. Ich danke euch schon mal im Voraus, dass ihr euch dieses Video reinzieht, meine lieben Freunde. Peace and out. Meine Bodyguards, wie heißt du? Luca. Bruder von Luca. Du, wie heißt du? Mach mal. Junge, du hast es auch gemacht. Ja, Mann. Oh, mein neuer Gang. Habt ihr Instagram? Ja. Wie heißt ihr bei Instagram? Bruder 1.y. Luca unterstrich Rimatz 47. Und du? Axel. Hammer. Wie alt seid ihr? 13. 12. Du? Aber die Schule macht ihr nicht vernünftig, ne? Doch. Ich kenne euch doch. Seid ihr gut in der Schule oder nicht? Nein. Wirklich oder verarscht ihr mich? Nein, wir verarschen dich nicht. Welche Schule geht ihr? Berner. Bitte? Hauptschule. Realschule, Ricardo Huch. Aber M2. Und du? Ricardo Huch, Realschule. Realschule? Ja. Okay, dann will ich mal hoffen, dass ihr korrekt seid. Hier am Clown, ne? Habt ihr nein, versucht, nein, wir haben hier Schuhe gekauft. Was für Schuhe? Fußballschuhe. Soll man deine Schuhe? Zeig ihn. X, Adidas X. Sind die geil? Ja. Habt ihr die auch? Ja. Er hat halt auch, aber er will sich auch. Wer will die auch? Komm, wir kaufen dir die Adidas X. Dass wir mal vernünftig Fußball spielen. Okay, wie heißen die? Adidas X. Adidas X hier, für meine Jungen. Ja. Ey, ja. Aber ich sag euch eine Sache, ne, wenn einer von euch zwei Rotzlöffel Fußballprofi wird. Ja, wir gehen gleich zu dir, Luxus auf Ellen zu. Gebt ihr mir aus, ne? Ja, na klar. Nicht, dass ihr mich vergisst, ne? Ja. Okay, vergiss nicht die Fußballschule. Wo? Karstadt Sport, wo ist er? Aber ja, wir haben bei Münzinger seine Schuhe gekauft. Bei mir bei Münzinger. Bei Münzinger ist es besser als Qualität. Ist zu weit, Münzinger ist zu weit, Junge. Ja, wir sehen ja deine Bodyguards. Wir wollen dich ja nicht so viel laufen lassen, ne? Ja, aber das ist ein Bodyguard. Muss aber wissen, ob was für die Ärmchen machen, ne? Ja, natürlich. Guck, den Bizeps brennt. Ich bin voll im Kopf. Geht ihr hier, dass ihr hier teurere Schuhe trägt, als der ein oder andere deutsche Sprechgesangsartist? Bodyguards kriegen hier von mir Schutzgeld, die Schuhe, Schmerzensgeld, Fußballschuhe kaufen. So Jungs, geht immer hier die Rolltreppen hoch. Warum? Wegen dem Weinen, keine Weine trainieren. Okay, yes, sir. Jungs. Was ist mit dir, Mahmoud? Was? Wie geht's? Gut, dir? Ja, kannst du auch rappen? Nein, aber ich mach für dich Profis. Ich kauf dir, was du willst. Karstadt Sport, so, wir wollen Schuhe haben hier für die Jungs. Ja. Eben, Mann. So. Was ist los, Meister? Alles klar? Ja. Wir wollen Fußballschuhe hier für die Jungs. Die werden die großen Superstars. Der kennt dich einfach nicht. Was hast du gesagt? Der kennt dich einfach nicht. Hast du gesehen, ne? Ich bin nicht so berühmt. Beste Musik. So, welche Schuhe wollt ihr haben? Die teuren, ne? Ich kenne. So, nehmt euch die, die euch gefällt, Jungs. Ja, okay, danke. Wir haben hier die drei neuen Fußballprofis und die brauchen Fußballschuhe. Kommt her, Jungs. Welche Schuhe braucht ihr? Ich habe mir Predator. Predator und X. Ja. Welche Schuhgröße? Ne, hey, one. 39. 38 und 39. So, jetzt kommt ihr zum Flo
und sag dir, welchen Schuh ihr haben wollt und in welcher Größe. Ja, okay. Komm, ey. Siehst du? Okay, 38. Und du? Ich will die auch 38. Okay, sehr gut. Alles klar. Schauen wir gleich. Und für dich suchen wir jetzt ein Trikot. Ja, okay. Mahmoud? Ja. Was für ein Trikot willst du haben? Egal. Ich schau noch. Hä? Ich schau. Hier Barcelona, Real. Nimm Dortmund oder Paris. Paris? Paris. Was willst du haben? Komm in, Real Madrid? Real Madrid. Hallo Madrid. Hier, oder? Das ist doch super schön. Ja, das ist auch schön. Weil das im Angebot ist. Hier. Komm, Jungs. Ne Menü, du. Ja. Hol Menü, die sind geil. Ich hol mir. Oder hol so welche, ja. Nein, ne Menü. Ne Menü. Ja. Komm, wo, wisst ihr was? Komm, nehmt euch jeder ein Trikot. Ja, niemals. Aber nur, wenn ihr mir verspricht, dass ihr niemals rauchen werdet. Ja, inshallah. Wenn ich rauch, bin ich ja. Wenn ich einen von euch erwische beim Rauchen, ne? Ja. Boah, der kriegt richtig. Wie kosten die Jacken? Der verpasst sich so eine Nase, dass der so eine Nase hat wie ich am Ende. Aber Real Madrid. Luca nimmt Real Madrid. Was bist du für ein Landsmann, Luca? Kroate. Hrvatski? Kakusi? Dobro, ti. Dobro, dobro. Ajde bre, brate. Ich bin Mahmoud. Türkei. Türke? Ja. Was ist denn? Ihr. IEM. Manchester? Ja. Warum? Weil das ein Angebot ist? Und die Farbe taugt. Rosa taugt dir? Ja. Also du stehst auf rosa, Mahmoud? Nein, aber... Spaß, Mann. Sehr. Ist ein Türkmüssen? Ja, und halb Araber, halt mein Vater, aber ich kann kein Arabisch. Echt? Das gefällt dir, was ist das? Juve-Trikot? Ja, Juve. Okay, sehr gut. Komm, jetzt nur noch die Fußballschuhe. Ja, mich auch. Der Luca will sein Real Madrid-Trikot umtauschen gegen Red Bull Leipzig. Ich brauch das in S. Bist du Red Bull Leipzig-Fan? Nein, aber ich mag das Trikot. Sieht's gut aus? Ja, das schaut richtig. Trinkst du gerne Red Bull? Nein. Was ist mit den Schuhen? Ich hab sie leider nicht mehr. Ah. Größe ausverkauft. Echt? Ja, komm, müssen wir andere Schuhe. Schnell, Jungs. Welche hast du noch? Da, Flo. Flo, welche Größe haben deine Jungs? Komm. Dass die Jungs Fußball spielen und nicht da anfangen wie die ein oder andere Sprechgesangsartistin. 38 gebraucht sie, gell? Ja. So. Ich hab den weißen Predator da. Der ist geil, der weiße Predator, oder? Ich glaub, den hab ich da für euch. So, wer hat 38? Burak, nimmst du den? Burak. Ich weiß nicht. Warum? Ich glaube, ich nehme den, der taugt mir. Hier, der taugt dir. Luca, probier mal an. Klassischen Kopper aus Leder. Was ist mit Kopper? Will den jemand haben? Nein. Jungs, das ist ein Lederschuh, Mann. Die wollen die geilen Schuhe haben. Damit schießen die keine Tore. Ja. Boah, AX. X? Ja. X. Ja. Probier den mal an. Wer braucht 38,5? Braucht ich. Jemand? Brauchst du? Weißer Kopper? Komm hier. Und weiter geht's. Jungs, tut mir mal bitte einen Gefallen. Passen die? Ja, passt. Zieh mal einmal an. Okay, super, danke. Ey, Jungs, ich hab mir die auch. Ey, wenn du ein Tor schießt, ne? Wir machen dann niemals andere. Ich markier dich dann. Markierst du mich? Ja, na klar. Ja. Okay, sehr gut. Was mit dir? Ich auch. Komm, mach mal. Ah, die Schuhe, glaube ich, zu klein. Sind sie klein? Ja. Warte. Da eine Nummer größer. Ah, die sind auch nicht klein. Ja, die sind auch nicht klein. Ja? Eine Größe größer. Ja. Flo. Ja, für mich auch. Wir brauchen die hier ein bisschen größer für die Jungs. Doch. Ihr kennt gar keinen Fußball spielen. Zeig mal da ein paar Tricks. Hey. Komm, ey. Ich glaube, ihr seid mich hier nur am Verarschen, am Dribbeln. So, jetzt will ich mal sehen. So. Der Luca ist echt nicht schlecht. Kauf den zwei Schuhe. Was ist mit dir? Da sind die Schuhe. So, probiert die an. Ja klar, Mann. Hier, warte, ich hier im Video. Mach einen Screenshot. Machst einen Screenshot davon, perfekt. Du machst den. Ich? Ja, wenn du seine Story. Wenn du meine Story anguckst. Super. Was? So. Lass uns das selbst machen, weil ich schicke dich mal, Bro. Warte kurz, ja? Passen die Schuhe? Warte. Aber ich denke schon, die sollten passen. Lass sie doch im Kopf. Perfekt. Ja? Schuhlöffel? Ja. Liegt hier rum.
Jawohl. Passt ja? Komm, Luca. Oh! Luca. Ja, passt. Passt? Ja. Zeig mir erstmal. Das will ich sehen. Nee, weil der Bart hier nicht so gut. Hey, Juan. So, zeig mal, was du drauf hast. Boah, Junge, Junge. Der will mich tunneln, der Burak. Ich sehe das schon. Okay, okay, okay. Der Schuh ist gut, der Schuh ist gut. Du Angeber. Mit dem Schuh. Ey, passen. Passt? Ja. Wir zeigen, komm. Los, Junge, komm, komm, komm. Gib keine Hose. Guck mal, jetzt, wenn du schlau bist, bringst du gleich deine Schuhe, die du gekauft hast, tauschst du die um, kriegst dein Geld zurück und hast deine Fußballschuhe. Siehst du? So. Oh, ihr seid gut, Mann. Die sind gut, die Jungs. Ja. Komm, ab zur Karte. Mach mal den Eindruck, dass wir haben alle. Wo ist der dritte Paar? Wo ist der dritte Paar? Ist hier. Ah. Ich hatte einer Barfußspiel. Für jeden eine Tüte. Gib mir mal den Eindruck. Was kriegen Sie? Oha. 500. Ja, sag mal. Boah. Oh. So, Jungs, wir hatten die X. Ey, die brauchen nochmal eine Flasche, Pet. Was hast du für ein Trikot dazu? Pet, die Flasche. Achtung, ich muss auf. Ja. Danke. Warte noch kurz. Wer hat den Predator? Ich. Welches Trikot dazu? Juventus. Jo, nochmal Dank an Flo, der uns super beraten hat. Gerne, gerne. Supermann. Danke. So, Jungs, was sagt man, wenn es Geschenke gab? Danke, Fadi. Wie? Danke. Mahmoud, Haywan. Danke, Fadi. Siehst du? Sehr gut. Jetzt will ich euch gut spielen sehen. Ja. Okay. In der Nationalmannschaft. Kann man noch jemanden grüßen? Ja. Also ich grüße meine ganze Klasse und Nico und Lorenzo. Nico und Lorenzo. Ich grüße meinen Bruder Mamucan und Halil und meine ganze Klasse. Übertreib, wen noch alles? Du? Ich grüße Lobo und Dennis. Okay, Jungs. Lasst euch einmal umarmen, ich gehe jetzt. Ja. Ciao, Farid. Ciao, Farid. Warte, hier müssen wir einen Abschied. Haut rein, Jungs. Tschüss. Sonst zieht die Schule vernünftig durch. Ja.